Das Bethesda Showcase auf der E3 2019 war wenig überraschend. Fans von Doom Eternal sind definitiv auf ihre Kosten gekommen. Und es gibt jetzt sogar einen Battle Royale Modus für ein Spiel, welches letztes Jahr angekündigt und veröffentlicht wurde. Zwei weitere Spiele wurden angekündigt, bisher nur mit Trailern und ohne Gameplay. Aber der Reihe nach. Viel Spaß beim Bethesda E3 Showcase im Zusammenschnitt. Bethesda hatte nach dem Debakel mit Fallout 76 einiges in der Community gut zu machen. Das Showcase wurde von einigen sehnsüchtig erwartet. Todd Howard, bekannt für seine überschwängliche Rede zu Fallout 76, begann mit einem Rückblick auf das letzte Jahr. 60 Millionen Spieler haben Bethesda Games gespielt. Mehr als jemals zuvor. Es begann mit Fallout 76 und was die Spieler daraus gemacht haben. Auch, dass die berechtigte Kritik am Spiel sehr hoch war. Laut eigenem Interview einige Wochen zuvor wusste Todd bereits bei der E3 2018, dass Fallout 76 noch nicht fertig ist und der Launch in einer Katastrophe enden könnte. But the team kept working on it and you kept playing it. And through all of that, something amazing has happened. It's thanks to all of you. This game has one of the best online communities we've ever seen. We made a post-apocalyptic survival game where you can do whatever you want and everybody's nice to each other. In Fallout 76 sind alle Spieler nett zueinander. Dass das nicht mehr so bleiben wird, wurde mit einem Knaller angekündigt. Welcher das ist? Wartet noch einen kleinen Moment. Er glaubt jedenfalls an die Menschlichkeit, wenn die Apokalypse einmal ausbrechen sollte. Gute Nachrichten. Wir haben mehr in store this year for Fallout 76, but first our latest game, The Elder Scrolls Blades, is in early access. And thanks to all of you, it became our second straight number one mobile game after Fallout Shelter. Absolutely incredible. And to tell you what's coming to Blades, let me introduce project leader Craig Lafferty and art director Matt Carafano. Fangen wir mit The Elder Scrolls Blade an. Es gibt neue Inhalte und es ist das zweite Nummer 1 Mobile Game in Folge nach Fallout Shelter. Der Release für die Switch wurde angekündigt. Es wird Solo-Arena-Battles geben, Custom Jewelry, eine neue Dragon Quest Line und zum Ende des Jahres folgen ein Gildensystem und PvP. Auf der Switch wird The Elder Scrolls Blade kostenlos verfügbar sein. Das Besondere, es gibt ein Post-Progression-System zwischen Mobile und Switch. Spieler können ihren Fortschritt also von Mobile zur Switch transferieren und umgekehrt. Es gibt außerdem ein exklusives Giveaway für mobile Nutzer, die sich während der E3 einloggen bzw. die Elder Scrolls Blade herunterladen. Die Elder Scrolls Blade ist verfügbar für Android und iOS. Yes, Blades is coming this fall to the Nintendo Switch, and yes, it's still free. We also have some special rewards for both our Apple and Google players this week. So download tonight and let us know what you think. Thanks again. Hi, I'm project leader Jeff Gardner.
And I'm co-studio director Tom Mustaine. On behalf of everyone at Bethesda Game Studios, zurück zu Fallout 76 und den neuen Inhalten. Tom Mustaine und Jeff Garnier präsentierten die Neuerungen im Wasteland. Es wird menschliche NPCs geben. Vault 51 wird mit einem Battle Royale-Modus eröffnet, bei dem ihr Aufseher werden könnt. Ein vollständiges Dialogsystem wird eingeführt und man wird sich einer Fraktion anschließen müssen bzw. sich für eine entscheiden müssen. Es scheint, als hätte Fallout 76 noch 1 bis 2 Jahre Entwicklungszeit gebraucht. Wastelanders. And it will fundamentally change the game. It's been some time since Vault 76 opened its door. And we all discovered that Appalachia isn't quite what it used to be. We encountered a lot of things. Overcame a lot of things. I don't think any of us expected for people to actually come back. Are you from that vault? Can you help us? We've traveled pretty far. Heard there's hope here in Appalachia. Folk rebuilding, fighting back. We'll fight too, right by your side. We've been everywhere and seen everything. And the one thing we've learned is this. You gotta claim the wasteland before it claims you. The question is, are you with us or with them? Die Wastelanders-Erweiterung erscheint noch in diesem Jahr und wird kostenlos für alle Fallout 76-Besitzer sein. That's right, that's right. Human NPCs are coming to Fallout 76. Not just NPCs, but a full quest line, new rewards, and as you saw, full dialogue trees. This is a long-term story we're telling. Year one was about the vault doors opening and all of you settling the wasteland. Year two is about people coming back to reclaim it. Like previous Fallout games, these characters have their own stories and goals. It's up to you to choose how to interact with them and live with those consequences. The Wastelanders update is coming this fall and will be free for all Fallout 76 players. That's right, it's vom 10. bis 17. Juni können Spieler Fallout 76 kostenlos testen. Mit dem neuen Battle Royale Modus. Are going to be joining us. We thought we'd also give you a sneak peek this week at an all new game mode. Check it out. Your first test was making it to the vault. Now, your real trial begins. Currently, there is no overseer of Vault 51. Perhaps you will be the one. We are in serious need of leadership, so I have devised a unique process of elimination. Battle to the death is the only sure way to judge the superior candidate. This should prove interesting.
sincere. Good luck. Fuck yeah, we put a battle royale in Fallout 76. That's right. Von den Machern von The Evil Within 1 und 2 gibt es Neuigkeiten. Shinji Mikami kündigte mit Ghostwire Tokyo ein Horrorspiel an. Viele Details sind bisher nicht bekannt. Es wird ein Action-Adventure und ist in der japanischen Hauptstadt der Gegenwart angesiedelt. Es konfrontiert den Spieler mit einem geheimnisvollen Unheil, das die Metropole heimsucht und dort unter anderem Menschen spurlos verschwinden lässt. Details zum Gameplay, einem Erscheinungstermin und den unterstützten Plattformen blieben die Verantwortlichen zunächst aber schuldig. Es ist gut anzunehmen, dass Ghostwire Tokyo für die neue Konsolengeneration erscheinen wird. Just a few days ago, we launched the Elder Scrolls Online Elsewhere. Neuigkeiten gab es auch zu The Elder Scrolls Online. Elsewhere ist der neue Inhalt, der vor kurzem veröffentlicht wurde, und Cyrian the Dragonguard kehrt dabei zurück. Außerdem wurde das Scalebreaker DLC angekündigt. Perfect starting point for new players. Keep an eye out for a dungeon DLC adventure called Scalebreaker, which you'll see in August. Thank you so much for your support of the Elder Scrolls Online. Ach ja, und Commander Keen kehrt zurück. Allerdings als MOBA-Game. Schaut es euch am besten selber an. Attack enemies and move through the environment. Choose from a caboodle of contraptions to conquer challenges. And try saying that 5 times fast. The twins go on adventures in story mode, which tells some of the classic Commander Keen tales, as well as a whole bunch of brand new ones. In story mode, you'll overcome aliens, collect power-ups, and explore Mars and beyond. Please go visit gokeen.com to pre-register to receive unique in-game rewards and hot Commander Keen launch updates. We really can't wait to kick some asteroid with you all. We've already added community challenges that reward you just for having fun in the wasteland, and we've got a lot more planned with new features rolling out this week. Für Rage 2 wurden ebenfalls neue Inhalte angekündigt. Rise of Ghosts heißt die neue Expansion. Es gibt neue Feinde, einen steuerbaren Mech, neue Cheats, einen neuen Gameplay-Mode, eine neue Story und eine neue feindliche Fraktion. Stay up.
That's my next tattoo. Oh, yeah. Eeny, meeny, miny, mech. Have a nice flight. I got a tremendous surprise for you all. I'm flying! You're the wasteland hero. Please welcome executive producer at Machine Games, Jörg Gustafsson. Wolfenstein wird es bald in VR geben und es wurden Neuigkeiten zu Wolfenstein Youngblood angekündigt. Aus rechtlichen Gründen kann ich euch aber nicht allzu viel von Wolfenstein zeigen. Hintergrund: Es sind Hakenkreuze zu sehen. Wolfenstein Youngblood wird aber größer als bisher jedes Wolfenstein-Game. Es gibt einen Koop-Modus und es spielt 1980 zwei Dekaden nach dem Vorgänger. Es erscheint am 26. Juli 2019. Auf der E3 wurde während der Bethesda Showcase Deathloop enthüllt, das neue Werk von den Arkane Studios. Die Entwickler kennt man unter anderem von Dishonored und Prey. Und obschon es noch kein Gameplay-Szenen von Deathloop zu sehen gab, steht fest, es handelt sich abermals um ein Spiel aus der Ego-Ansicht. Thematisch gibt es offensichtlich Ähnlichkeiten zur Dishonored-Reihe, ihr verkörpert einen außergewöhnlichen Assassin. Life's purpose is on this island. And I can't let this go on any longer. The more days I repeat, the longer that I'm out here, the more certain I am of what I have to do. The only way to protect the cycle, the only way to break the cycle, is to kill you. Is on my side. Deathloop combines a mind-bending story with meticulously designed levels. And of course, Arcane Signature Gameplay. Zum Abschluss gibt es noch News zu Doom Eternal. Wie hat es Markus schon ausgedrückt? Splatter, Spritz, Säge, Wumms, Doom. Es ist halt einfach ein besinnungsloses Geballer. Am 22. November 2019 könnt ihr selbst Hand anlegen. Und es gibt auch einen neuen Battle Mode, der sehr strategisch ausgerichtet ist, beziehungsweise Competitive. Spieler treten gegen Dämonen an, also wir haben zwei Dämonen und eine Truppe von Spielern. Die Dämonen müssen dabei ziemlich strategisch vorgehen und wenn ihr ein bisschen Gameplay sehen wollt, das kriegt ihr von Doom Eternal jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.
prepare for turbulence. Killed. Round two. Demon summon. Demon summon.
round. Fight!2019 marks 25 years of Doom. So to celebrate, we will be going all out with Doom at QuakeCon this summer. We're adding a whole host of panels and activities dedicated to Doom, which we call DoomCon. Yeah, see what we did there? We took out the Quake and put Doom. We hope you can come hang out with us in Dallas at our inaugural event in London. If you can't, please tune in online. Until then, go to Bethesda.net for more info on all the games you saw tonight.